Funzone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Funtime oder Hashtag Funtime. Ein Shooter, Twin-Stick-Shooter. Wir starten den Herausforderungsmodus Level 1. Der Anfang, erreiche das Ende so schnell wie möglich. Der Fortschritt bei jedem Stern wird rechts unter dem Punktefeld angezeigt. Wow. Okay, das ist nix. Das ist auch nix. Okay, neu starten. Das holen wir uns. Autsch. Wow. Okay. So. Sehr schön. Abgeschlossen. Bestzeit für mich zumindest. Okay, Grundlagen. Erziele so viele Punkte wie möglich. Wenn du Schaden erleidest, wird der Multiplikator auf 1 zurückgesetzt. Multiplikator. Schießen mit dem rechten Stick. Die schießen zurück, das ist nicht nett. Oh, Multiplikator war das. Aber ich kann auch die Schüsse abschießen. Es sieht richtig cool aus, farbenfroh. Irgendwann werde ich die Übersicht verlieren. Momentan geht es noch ganz gut. Meistens, wenn ich das sage, hat es sich innerhalb weniger Sekunden erledigt. So, wir haben jetzt bereits 3 Sterne. Das ist gut. Multiplikator 2,4, 2,5, 2,6. Okay. Das war erstmal der Multiplikator. Autsch. Autsch, sag ich. Ein paar Trefferpunkte haben wir noch. 2, wie es aussieht. Oben links. Oben rechts sieht man den Score, darunter den Multiplikator, die Zeit und mehr habe ich jetzt nicht gesehen. So, 3 Sterne. Reichen, mehr gibt's eh nicht. Überleben auf Zeit, 40 Sekunden. Hübsche Farben, überlebe so lange. Oh. Wenn ich B drücke, werde ich rot. Wenn ich A drücke, Y werde ich gelb, X werde ich blau. Und so muss ich jetzt erstmal versuchen zu überleben. Das ist eigentlich ein richtig coole Mechanik. Auch gemein mit den Farben, dass mein Schiff diese Farben auch macht beim Herumfliegen. Fahren. Oho, das war knapp. Aber wir haben jetzt 3 Sterne, jetzt kann ich mich wieder mal verdrücken. Und schon wieder. Hier ist es für mich schlecht, dass ich auch viel auf der Nintendo Switch
spiele, weil ich einfach A, B, X, Y eigentlich das alles vertausche. Das ist ja auf der Switch leider umgedreht. Aber 3 Sterne waren's. So weit, so gut. Wege kreuzen sich. Erziele so viele Punkte wie möglich, bevor die Zeit abgelaufen ist. 75.000. Wir haben unbegrenzte Trefferpunkte. So wie der scheinbar. Farbtausch. Nö. So richtig kapiert habe ich das jetzt nicht. Schauen wir mal, wie viele Punkte wir zusammenbekommen. Wenn ich gelb nehme, also die gleiche Farbe, bringt das nichts. Vielleicht die gegenüberliegende? Nö, auch nicht wirklich. Ja, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Hier. Wir brauchen mindestens 25, damit wir nur einen Stern haben. Oder Moment, wie? Ah, kann das sein, dass der ich male ja auch am Boden, wenn ich herumfahre, wenn ich jetzt hier blau male und der fährt in das Blaue rein, dann stirbt er, glaube ich. Ich glaube, so könnte es sein. So, wir haben noch 55 Sekunden. Sollte noch genug Zeit sein, so wie die mit den Multiplikatoren um sich schmeißen. Könnte eine enge Sache werden. 2 Sterne sind schon mal. Wenn der Multiplikator so bleiben könnte. Oh. Aber das reicht schon. Oh, das ist so bunt. Da passiert so viel und überall kracht's und Level abgeschlossen. Wieder 3 Sterne. Cool. Bombenfrei. Erziele so viele Punkte wie möglich. Du hast nur 3 Bomben pro Level. Nütze sie weise. Setze sie weise ein. Mit dem rechten Trigger. So, erstmal Multiplikatoren sammeln und dann versuchen wir mal hier eine Bombe. Ja, das sind schon mal ein paar Punkte. Also, wir sollten die Bomben erst einsetzen, wenn es brenzlig wird. Oder? So bekomme ich keine Punkte. So, jetzt noch abwarten und das ist mal ein. Ach so, ich kann ja ganz normal auch kämpfen. Ich Depp. Ja, das war natürlich jetzt Kacke von mir.
Da hätte ich ja viel länger warten müssen, sollen, können. Aber 2 Sterne schon mal nicht so schlecht. Au. Hm. 50.000 Punkte für den 3. Stern. Schauen wir mal, ob das was wird. Wir haben noch 3 Hitpoints. Jetzt wäre eine Bombe ganz gut bei den Großen. Aber Bomben sind gut, aber aus. Ich glaube, das wird jetzt das erste Level, wo ich keine 3 Sterne schaffen werde. Aber jetzt einmal versuchen wir es noch. Nämlich hier ein bisschen Multiplikatoren sammeln zuerst. Aber wir dürfen ja schießen, haben wir gesagt. Was ja ganz gut ist. So überstehen wir den Anfang ganz gut. Mit einem tollen Multiplikator. Und wenn die Großen dann daherkommen, dann gibt es auch ein paar Bomben. Ich dachte ja zu Beginn, ich darf hier nur mit Bomben schießen, was ja Blödsinn ist. Aber das wissen wir jetzt. So. Au, das war jetzt doof. So, die erste Bombe zünden wir mal. Und jetzt wird gleich die zweite fällig. Oh. Und puh. Das war unsere letzte Bombe. Wir haben schon genug Punkte sammelt. Oh, blau. Okay, da gibt es nämlich dann dreifach Punkte. Nicht jetzt. Ach. Okay, also wenn der über die Farbe drüber fährt, mit der ich gerade male, also ein Gelber zum Beispiel über eine gelbe Spur, die ich gezogen habe, dann bekomme ich dreifach Punkte. Erziele so viele Punkte wie möglich. Finde die passende Farbe für eine TP-Aufnahme, um plus 2 TP zu erhalten. Okay. Also unser erstes Ziel ist mal 10.000 Punkte. Das ist, wenn ich hier in der falschen Farbe durchfahre, dann verliere ich einen Trefferpunkt, okay?
So, dann haben wir jetzt mal die ganzen Trefferpunkte aufgesammelt. Jetzt heißt es nur noch lange überleben. 25.000, nächstes Ziel. Und drittes dann wahrscheinlich wieder, wahrscheinlich wieder 50.000. Jetzt haben wir mal hier blau, da gibt es ein paar Dreifachpunkte. Mensch. Das kann dann etwas länger dauern, wenn man dauernd wenn man dauernd hier die den Multiplikator verliert. Aus Dummheit nämlich. Das ist jetzt schon besser. Aber 50.000 Punkte, wie gesagt, ist das erklärte Ziel. Davon sind wir noch relativ weit entfernt. Dummerweise. Ich werde mich jetzt auch hüten, hier die Farben umzustellen, um vielleicht ein paar Bonuspunkte zu bekommen. Ich habe ohnehin schon genug zu tun, hier zu überleben. Oh, aber wir haben es geschafft. Irgendwie haben wir es geschafft. Frag mich nicht wie, aber... Puh! Okay. Nächste Aufgabe. Schnell, erreiche das Ende so schnell wie möglich. Flucht. Während der Boost aktiviert ist, ist dein Schiff unverwundbar. Ein Boost? Das ist cool. Das wäre cool, wenn man es könnte. Und wenn man die falsche Taste drückt, dann kann es nicht funktionieren. So viel dazu. Hier hätten wir boosten können. Ich hätte auch schießen können. Sehr gut. So, jetzt schauen wir mal. Wir haben hier die ersten 7 Level von 54, wie es aussieht. Das ist cool. Gehen wir nochmal zum Hauptmenü. Dann gibt es noch den Arcade-Modus. Überleben, Highscore. Überleben groß, Überleben offen, Wellen, durch 50 feindliche Wellen kämpfen. Zonen, finde einen sicheren Ort in gleichfarbigen Zonen. Funtime, vernichte deine Gegner mit einer Abrisskugel, das versuchen wir mal. Oh, Upgrade, um Funtime freizuschalten. Dann erstmal überleben. Also wie gesagt, grafisch finde ich es richtig schön, bunt, es knallt an allen Ecken. Ich habe auch nie das Gefühl, also von der Steuerung her, ich habe nie das Gefühl, dass die Steuerung schuld ist. Also ich habe immer das Gefühl, und es ist auch so, sicherlich so, dass ich schuld am Tod bin, wenn ich mal sterbe. Und
das zeigt mir, da macht das Spiel was richtig. Das ist cool. Also eine Minute schaffen wir mal. Aber wir haben nur einen Trefferpunkt. Das ist vielleicht eine wichtige Information. Oh, den habe ich fast übersehen. Ein ganz großer. Das hat was von Feuerwerk irgendwie. Okay, es gibt Upgrades. Um 10.000 einen Trefferpunkt, 100.000 Kugeln, die Feuerkraft. Wo gilt das dann? Ich mache hier mal, ich kann ohnehin nur einen machen. So. Gilt das für den Arcade-Modus? Ja, Upgrades. Und das heißt, hier mit Farbtausch, das muss ich kaufen, um hier Funtime freizuschalten. Wellen geht. 50 Wellen überleben. Also werde ich hier wohl ein bisschen, wie ich mich kenne, werde ich ein bisschen grinden müssen, um ein paar Sachen freizuschalten, um mir das Leben etwas leichter machen zu können. Okay, gibt es ein paar Multiplikatoren zwischen den Wellen. Ich habe schon mal die erste Welle geschafft. Das ist ja... Und man bekommt auch wieder einen Trefferpunkt. Entweder bekommt man einen Trefferpunkt oder sie werden aufgefüllt. Das kann ich nicht sagen, nachdem ich nur zwei Trefferpunkte habe. Also es wird zumindest wieder nachgefüllt. Jetzt habe ich zum Beispiel keinen bekommen, weil ich auf meinem Maximum bereits bin von 2. Also nehme ich an, dass man einen Trefferpunkt bekommt. Schauen wir mal. Oh. Schön. Welle 4. Wow. Also das ist jetzt wieder was, das motiviert mich doch sehr, weil ich weiß, auch wenn ich hier nicht gut spiele, habe ich immer noch die Chance, besser zu werden oder mehr auszuhalten vor allem und länger durchzuhalten. Und das motiviert mich wirklich. Was ich auch gut finde, ist, dass ich hier nirgends dagegen fliegen kann. Also schon dagegen fliegen kann, aber nicht sterbe dabei. Das ist auch was, was es für mich unnötig schwierig machen würde. Somit finde ich das sehr gut. Autsch. Autsch, sage ich. 45.000 Punkte. Somit haben wir 66.000. 100.000 würde ich gern haben.
Eine Bombe, ein Boost. Nö, ich würde gern. Ah, nö, ich. Ah. Ach, okay. Ich würde gern den Schuss haben. Der 100.000 kostet. Ja, so wird es vielleicht nichts mit dem Schuss. Wir bräuchten jetzt wieder um die 40.000. Aber da sehe ich für mich mehr Chancen im normalen Überlebensmodus. Dann würde ich mir gerne noch kurz ansehen, was der Überlebensmodus groß ist. Das wird wahrscheinlich, glaube ich mal, einfach ein größerer Level sein. Und dann gab es noch einen dritten Überlebensmodus. Nur nicht zu weit in die Ecke drängen lassen. Kommt schön zu mir. Warum soll ich zu euch kommen? Wunderbar. Wieder eine Ecke freiräumen. Wow. Jetzt wird's ungemütlich. Oh. Eieiei. 32.000 genau 2000 zu wenig. Überleben offen. Was heißt das? Okay. Ja, toll. Der ist auch cool, der Modus. Schön. Ja, toll. Okay, jetzt können wir uns hier Kugeln, das Upgrade kaufen. Und jetzt können wir noch den Überleben groß ausprobieren. Das heißt einfach, das Level ist größer. Wir haben jetzt zwei Schüsse. Das heißt doppelt so viel Überlebenschance. Schön wär's. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.